Herzlich willkommen zur 17. und letzten Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Wir beschäftigen uns im ersten Teil mit den Binärdateien. Zunächst noch, Sie haben Hinweise auf dem Dokumentenserver. Die Prüfung findet am 23.06. statt. Alternativ gibt es einen Termin im September-Prüfungszeitraum, der steht aktuell noch nicht fest. Meines Wissens ist die Vorgehensweise wie folgt: Sie sind zur Prüfung am 23.06. alle angemeldet. Wenn Sie davon zurücktreten möchten, dann bitte eine Mail an Frau Lerch ans Prüfungsamt. Sie finden auf dem Dokumentenserver die Lösung zu den Integer- und Float-Übungsaufgaben. Am Mittwoch folgen die weiteren zu Strings und Liste. Nächsten Montag zeige ich Ihnen einen Lösungsvorschlag für die Altklausur Frühjahrstrimester 2014. Ich habe insgesamt für Prüfungsaufgaben noch ein Forum eingerichtet. Sie können ab sofort dort Fragen einstellen, die ich dann entweder im Forum beantworte oder nächste Woche im Video zur Klausurbesprechung. Ja, zu der Funktionsweise, zur Arbeitsweise mit Binärdateien. Wir öffnen die Dateien mit der fopen-Funktion, die wir letzte Woche schon kennengelernt haben. Der Modus muss ein kleines b enthalten, also rb für read binary, vb für write binary. Wir lesen Blöcke mit fread, schreiben Daten mit fwrite, können die Schreib-Leseposition setzen mit fseek, können abfragen, wo wir uns gerade befinden, mit ftel und können natürlich das Dateiende abfragen mit fiof. Das Lesen und Schreiben von Daten in C ist bei binären Dateien so ausgelegt, dass sie Daten in Form von Arrays im Speicher halten und diesen Speicher dann auf Platte auslagern oder in Dateien speichern können. Das heißt, die fread-Funktion zum Lesen von solchen Feldern bekommt als ersten Parameter einen Zeiger auf das erste Element. Der zweite Parameter ist die Größe eines Feldelements. Der dritte Parameter die Größe des Feldes und der vierte Parameter ist die eigentliche geöffnete, zum Lesen geöffnete Datei. Die Vorgehensweise ist also fread, liest in ein Feld. Zur Erinnerung die Definition eines Feldes in C. Es geht los mit der Basisadresse des Feldes, das ist der Name des Feldes, der Datentyp, entspricht quasi der Größe eines Feldelements. Und der dritte Parameter ist natürlich die Anzahl der Feldelemente, wie viel Speicher für Feldelemente wurde reserviert. Hier mal das Beispiel, ich möchte Gleitkommazahlen, also Typ Double, einlesen. Könnte ich zum Beispiel eine Datei, die heißt Table, mit lauter Gleitkommawerten öffnen, mit fopen read binary. Wenn sie erfolgreich geöffnet werden konnte, dann kann ich in mein Double Array eben Max Numbers der Größe Size of Double einlesen. Um nochmal auf das Feld zu sprechen zu kommen, der erste Parameter ist der Name des Feldes, die Adresse. Zweite ist die Größe des Feldelements. Und der dritte die Anzahl der Feldelemente. Vierte Parameter ist natürlich die Datei. Und die Anzahl der tatsächlich gelesenen Doppelwerte bekomme ich zurück. Ich kann das natürlich auch auf einen Character Pointer runterbrechen. Dann kann ich tatsächlich einzelne Bytes mit fread auch lesen oder Blöcke von Bytes lesen. Wenn meine Größe, mein Size, Size of Character, also 1 ist, dann bekomme ich tatsächlich die Anzahl der gelesenen Bytes zurück. Ansonsten immer die Anzahl der Feldelemente. Das Schreiben mit fwrite funktioniert analog. Es hat die gleiche Signatur wie fread. Und was ich beim Vergleich zwischen Text- und Binärdateien bereits angesprochen habe, bei Textdateien macht es keinen Sinn, sich innerhalb einer Datei zu bewegen. Eine Textdatei ist immer zeilenorientiert. Das heißt, ich kann mich nur schwer bei einer Textdatei eine Zeile zurückbewegen. Ich müsste mich Zeichen für Zeichen nach vorne tasten und schauen, kommt ein Zeilenumbruch, um dann quasi zu erkennen, ich bin jetzt in der Zeile davor. Bei Binärdateien ist es üblich, dass man sich innerhalb von Binärdateien bewegt. Hier ist es auch sehr viel einfacher, gleichzeitig lesend und schreibend eine Datei geöffnet zu haben,
weil ich natürlich in einer Binärdatei mich, sofern dort immer gleich große Feldelemente abgelegt sind, natürlich wunderbar vor und zurück bewegen kann. Ich kann einzelne Elemente in der Binärdatei tauschen und kann gleichzeitig wieder lesend darauf zugreifen. Das Werkzeug, um sich in einer Datei zu bewegen, ist die Funktion fseek. Sie bekommt als erstes die geöffnete Datei, dann das Offset und als dritten Parameter einen Aufzählungstyp eigentlich. Es ist als int in der Standardbibliothek definiert, der sogenannte Origin. Was mache ich? Die Position, das Offset in der Datei ist vorzeichenbehaftet, das heißt, ich kann mich vor und zurück bewegen. Seek Current wäre von der aktuellen Position mich um Offset vorwärts bei positivem Offset oder zurück bei negativem Offset zu bewegen. Seek End wäre nur eine negative Bewegung vom Dateiende und Seek Set eine positive Bewegung vom Dateianfang. Wenn ich also immer die gleiche Strukturgröße in einer Datei abgelegt habe, dann kann ich mich natürlich wunderbar in Vielfachen dieser Strukturgröße innerhalb der Datei nach vorne und nach hinten bewegen. Hier das Beispiel auf die absolute Position 1024 setzen mit Seek Set. Das Offset ist natürlich wieder bytebezogen, also nicht auf Größe der Strukturelemente, sondern hier geht es wieder tatsächlich um Bytegröße. Würde ich mich also innerhalb eines Double-Feldes bewegen, würde ich um ein Vielfaches von Size of Double mich bewegen müssen. Ja, und die letzte Funktion, das ist unser ftel. Wir können abfragen, wo wir uns gerade in der Datei befinden. Also hier das Beispiel ftel my file und ich bekomme die aktuelle Position zurück. Wer aufgepasst hat, dem wird sofort klar, warum die Größe in vielen Dateisystemen auf 2 GB begrenzt ist. Ganz einfach, wir sehen das hier in dem Beispiel der ftel-Funktion. Ich bekomme die aktuelle Position, das ist eine vorzeichenbehaftete Zahl. Long ist meistens 32 Bit groß, das heißt, ich bekomme nur eine Zahl zwischen 0 und 2 Milliarden. Auch wenn Sie nochmal an fseek denken, ich kann mich zwar von hinten und von vorne bewegen, aber auch nur in einem Offset von 32 Bit Vorzeichen behaftet, also auch nur im Rahmen von 2 Milliarden. Und so finden Sie das beispielsweise auch heute noch auf DVDs, dass Filme in Teile von maximal 2 GB unterteilt werden müssen. Sie finden im Buch noch die 64-Bit-Varianten ZPOS und GetPOS. Damit werden die 32-Bit-Grenzen gebrochen. Allerdings ist über die Verbreitung von ANSI C in vielen Systemen eben nach wie vor fseek und ftel präsent. Wir schauen uns zum Abschluss noch ein kurzes Beispiel in der Virtual-C IDE an. Ich habe nochmal das Beispiel von der letzten Stunde herausgeholt, das Kopieren einer Textdatei. Wir wollen das jetzt mal abändern, eine Binärdatei kopieren. Ich bleibe mal bei File, ich nenne es jetzt File2.c. Read Binary zum Öffnen einer Binärdatei und ich nenne es jetzt auch wieder FileOut.c und Write Binary zum Schreiben einer Binärdatei. Wir können, wie wir gesehen haben, das End of File weiterhin benutzen. Was nicht funktioniert, ist, dass wir mit getS oder putS in eine Binärdatei schreiben. Also vom Prinzip funktioniert das schon, es macht aber relativ wenig Sinn. Eine Binärdatei ist blockorientiert und nicht zeilenorientiert. Das heißt, wir lesen, können diesen Buffer verwenden ein, mit Hilfe von fread. Erster Parameter ist wie bei fgets der Buffer. Der zweite ist jetzt die Größe eines Elements. Ein Element machen wir jetzt hier als size of char, also 1. Die Anzahl ist unser size of buffer. Und streng genommen, dass es allgemein gültig ist, am besten noch geteilt durch size of char. Also hier ist es natürlich geteilt durch 1. Wir könnten aber Buffer auch von einem anderen Typ. Wir speichern in der Regel in Feldern. Das heißt, Buffer könnte Double sein, könnte ein Struct darstellen. Dann ist es natürlich sinnvoll, size of array geteilt durch size of struct. Und der letzte Parameter ist unser String. Das wäre quasi unser f.
Jetzt liefert uns FRead die Anzahl der gelesenen Bytes in dem Beispiel zurück. Das heißt, wir sollten hier noch eine Länge definieren. Also und die Länge abspeichern. Zum Schreiben verwenden wir die gleiche Signatur fwrite. Als erstes den Buffer, haben unser Size of Character, also die 1. Die Größe, ja, jetzt aufgepasst. Es muss nicht sein, dass in der Datei 1024 Bytes enthalten sind. Es kann durchaus sein, dass die Datei kleiner ist. Es kann auch sein, dass die Datei sehr viel größer ist als 1024. Dann werden wir natürlich in der Schleife das Ganze wiederholen. Wichtig ist jetzt, längs liefert 1024 zurück, wenn 1024 Zeichen gelesen werden konnten. Das heißt, wir sollten längs, und um konsistent zu sein, geteilt durch Size of Character, an fwrite übergeben. Wir übergeben also die Anzahl Elemente, die wir gelesen haben. Und wir speichern in der Datei out. Und damit wird das hier unten natürlich überflüssig. Das heißt, wir speichern unseren Inhalt jetzt zwischen in Buffer, schreiben die gelesene Länge raus und wiederholen das Ganze. Sie finden häufig auch die Schleifenbedingung while längs gleich gleich size of buffer. Das heißt, solange alle Elemente gelesen werden können, solange unser fread die Maximallänge zurückliefert, ist natürlich klar, dass auch die Anzahl erfolgreich gelesen wurde. Beim Dateiende wird wahrscheinlich weniger zurückkommen. Falls eine Datei genau 1024 Zeichen lang ist, wird beim zweiten Lesen 0 zurückgegeben. Das heißt, es wird dann auch nichts geschrieben. Also statt End of File zu prüfen, kann ich auch prüfen, entspricht die Länge, die zurückkommt, dem Erwartungswert. Okay, wir können das mal ausprobieren. Die Datei ist jetzt keine 1024 groß. Schauen trotzdem mal in den Buffer kurz rein. So, wir setzen den Buffer auf 0, die Länge auf 0. Jetzt kommt unser Lesen. Wir haben gelesen genau 534 Bytes. Das ist quasi unsere Datei, die jetzt vollständig in den Buffer geschrieben steht. Wir schreiben fwrite in file out. Die Dateiende wurde gefunden. Wir schließen file out und quasi erfolgreich die Datei kopiert. Jetzt eben auf Binärebene. Können Sie noch anschauen. Sehen, dass unsere Datei erfolgreich kopiert wurde. Das funktioniert mit Textdateien. Wir können das Ganze auch mit Binärdateien ausprobieren. Ich habe eine ZIP-Datei, die heißt dictionary.zip. Die können wir öffnen und nennen das einfach zip2.zip. Das heißt, das ist definitiv eine Binärdatei, wo auch sicher ein End-of-File enthalten ist. Springen wir gleich hier zum Einlesen. Lesen Dictionary Zip. Wir haben erfolgreich geöffnet. Springen einmal über das Lesen. CMPK, das ist die typische Startfolge für ein ZIP-Archiv. Und wir sehen, jetzt haben wir tatsächlich 1024 auch gelesen. Das heißt, wenn wir drüber springen, das dauert jetzt eine ganze Weile, weil wir natürlich sehr viel mehr einlesen. Dann kann man hier den Breakpoint hinsetzen. Das heißt, die letzte Länge waren jetzt noch 33 Zeichen. Jetzt wird die Datei geschlossen und wir haben erfolgreich kopiert. Soweit zu den Binärdateien. Wir schauen uns im zweiten Teil gleich noch die Datenstruktur Map oder auch das sogenannte Dictionary an. Bis gleich.